Bora de muco, chuco, chetins, que go. Aqui é com o Icaro. Hallo, ich bin Jasmin von Stempel doch mal. Ich habe heute was ganz Besonderes für euch, denn ich zeige euch heute mal so Karten mit Traumfängern. Ich weiß nicht, das ist jetzt vielleicht Geschmackssache. Der eine wird sagen, das brauche ich jetzt überhaupt nicht und der andere wird es lieben. Also ich mochte schon als Kind Traumfänger und hatte auch immer welche über dem Bett hängen. Und auch mein Sohn hat jetzt noch einen über dem Bett hängen. Ich finde, die haben einfach was. Und es gibt so tolle, handgemachte Traumfänger. Deswegen hat mich das Set jetzt von Stampin' Up! Direkt angesprochen, wo ich den Katalog das erste Mal angeguckt habe. So sieht das Stempelset aus. Alleine die Stempel sind schon süß, ne? Und dann hat man bei den Framelits natürlich noch die Option, hier auch die Federn und so auszustanzen. Oder dieses Teil hier ist schon super, ne? Wenn man das irgendwo, das kann man ja auch woanders verwenden wie als zu den Traumfängern. Das war jetzt ein Satz, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oder nur dieses Teil alleine. Ich habe halt gestempelt und ausgeschnitten. Das Wort Dream ist dabei. Ich finde, das funktioniert auch als Geburtstagskarte. Dream Big, also man hat ja auch an einem Geburtstag vielleicht den einen oder anderen Wunsch, den man sich erfüllen kann. Von daher, oder möchte. Von daher denke ich, passt das auch als Geburtstagskarte. Ich habe hier noch die Federn aufgeklebt. Es gibt auch die Möglichkeit, diesen Blumenkranz noch hier drunter zu setzen. Ich habe so ein bisschen vorbereitet, weil das wirklich jetzt wieder mit der Big Shot zu lange dauern würde. Man hat auch noch die Möglichkeit, diese großen Federn auszustanzen. Allerdings war mir das jetzt für meinen Fall zu wuchtig. Da würde ich dann vielleicht mir einen eigenen kreieren, nur aus diesen Teilen vielleicht irgendwie so. Da gibt es ja wieder tausend Möglichkeiten. Man kann nur dieses Teil verwenden. Man kann nur stempeln. Man kann das irgendwie übereinander schichten. Ich habe es ja geschichtet. Ja, wir fangen einfach mal an. Und ich fange an hier mit dem weißen Stück, denn ich brauche den Wassertankpinsel. Das weiße Stück ist 9x13 und dann habe ich mir Heideblüte rausgesucht. Ich bin ja eigentlich nicht so der lila Typ, ich mag eher Pink und Rosa, aber Heideblüte hat mich irgendwie sofort angesprochen, ich weiß auch nicht. Das ist so ein, ja, einfach ein tolles Lila. Ich drücke hier auf das Stempelkissen und dann habe ich hier innen drin Tinte. Und dann lasse ich da einfach mit dem Wassertankpinsel so 2-3 Tröpfchen Wasser reintröpfeln. Und dann vermische ich mir das und verdünne das in dem Sinne. Und dann gestalte ich mir damit einfach einen Hintergrund, damit das nicht so nackig weiß ist und ein bisschen netter aussieht. Passt nur auf bei dem Flüsterweiß, das ist halt kein Aquarellpapier. Ich habe die besten Erfahrungen, wenn ich auf trockenes Flüsterweiß jetzt direkt male und das nicht erst anfeuchte, weil umso feuchter es wird, umso, ja, welliger oder hässlicher wird das. Ich habe das schon trocknen lassen, weil ich das natürlich so jetzt noch nicht benutzen oder aufkleben kann. So sieht meine trockene Variante aus. Das erste, was ich mache, ich klebe mir das jetzt hier auf Heideblüte. Das ist 3 mm größer, also 9,3 x 13,3, damit man so einen ganz zarten Rand hat. Normalerweise klebe ich das mit Snail auf. Aber ich nehme jetzt fürs Video mal Tombow, damit ich noch eine Chance habe, es zu verrutscheln. So, dann haben wir schon den Untergrund und ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe das große Ornament in Heideblüte gestempelt und habe das ausgestanzt. Dann habe ich dieses Ornament hier in Heideblüte Farbkarton ausgestanzt. Dann habe ich den Kreis genommen, den habe ich in Schwarz genommen, weil ich den Kontrast echt toll finde.
Und dann kann man, wenn man möchte, noch Federn als Deko machen. Da habe ich jetzt Schwarz und Heideblüte genommen. So. Wie viele Federn hatte ich denn? Eins davon und eins davon. Ja. So, und auch nur mal so als Beispiel. Man könnte jetzt theoretisch auch diese Ornamente nehmen und die sich irgendwie, ich habe hier irgendwo noch ein paar rumfliegen, daraus irgendwie schon eine Karte machen. Vielleicht hier dann noch den Spruch in Lila und das da drüber legen, dass man es sieht. Also es muss halt nicht unbedingt immer ein Traumfänger werden, das will ich jetzt damit sagen. Dass man das vielleicht auch einfach dann mal abwandeln kann und nur eine Möglichkeit mit so einem Set hat. Gerade so Neueinsteiger, die denken dann halt oder wissen es halt nicht besser oder haben noch keine Erfahrung oder wie auch immer und denken, oh, sowas brauche ich ja gar nicht, ich will ja nicht nur Traumfänger basteln, aber oftmals ist es ja so, dass man mit diesen Sachen noch tausend andere Sachen machen kann und das ist ja das Schöne daran. So, das klebe ich jetzt komplett flach auf. Ich hoffe, ihr hört meine Jungs nicht so, die spielen nämlich gerade draußen mit einem Freund und die wissen nicht, dass ich ein Video drehe, hätte ich vielleicht sagen sollen. Und irgendwie, wenn man hier sitzt und hofft, dass alles leise ist, wird ja immer alles lauter, ne? Ist ja normal. So, Schwarz habe ich auch noch oben drauf geklebt. Jetzt nehme ich Dimensionals. Aber ich habe auch schon festgestellt, dass ihr die Geräusche, die ich so höre, gar nicht so mitbekommt im Video. So, ich lege mir jetzt das Wort Dream hier unten hin, weil ich will ja noch Big drunter stempeln, dass ich so einen Anhaltspunkt habe. Und es ist einfach genial, wenn man das mit so einer Pinzette macht. Weil wenn ich das jetzt mit meiner Hand mache, funktioniert natürlich auch, aber dann habe ich irgendwie immer meine Hand mit drauf, habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Und ich finde, so kann ich einfach viel besser gucken. Ist es gerade? Hat es einen richtigen Abstand? Ist es überall gleich? Und kann es dann einfach aufkleben. So, das können wir auch schon aufkleben. Was auch cool aussieht, wenn man das drei- oder viermal ausstanzt und übereinander klebt, dann hat man so richtig, ja, so eine Art Sticker sieht es dann aus, ne? So. Wichtig ist hierbei, wenn man das einmal aufgelegt hat, dann sollte man es auch nicht verrutschen. Ich hätte es jetzt noch ein bisschen nach links lieber gehabt, aber wenn ich es jetzt verschiebe, habe ich überall diese Klebestreifen und das will ich ja nicht. So, jetzt kommt der Stemperatus mal zum Einsatz. Denn wenn ich sowas Fertiges stempel, dann habe ich lieber den Stemperatus und kann dann gegebenenfalls nochmal nachstempeln. Also ich lege mir das hier in die... Oh, ich habe auch keinen Platz immer. Ich lege mir das in die Ecke hier ein. Und dann nehme ich mir das Wort. Das muss natürlich jetzt... Darf nicht spiegelverkehrt sein. Eigentlich müsste ich jetzt die schwarze Matte hier rausnehmen. Aber ich habe jetzt schon alles eingespannt. Es geht auch so. So, schwarzes Stempelkissen. Nein, das ist das Weiße. Ja, das Schwarz, nur dass ihr euch nicht wundert, das gibt es nicht mehr, aber ich benutze es trotzdem, weil ich es besitze, also Schwarz ist Schwarz. Nehmt ein schwarzes Stempelkissen eurer Wahl. Nur ich weiß, dass das manchmal verwirrend ist, wenn ich Dinge benutze, die es gar nicht mehr gibt. Es ist schon super geworden, aber ich hätte jetzt nochmal nachstempeln können. So, und dann können wir jetzt die Federn hier aufkleben. Da muss ich mal so ein bisschen... Oh, die Gagen da draußen. Ich weiß gar nicht, was die machen. So. Ich habe auch immer gleich den Federn noch so ein bisschen Schwung gegeben. So, weil Federn sind ja nicht einfach nur platt.
Und wenn man die Karte jetzt nachmacht und benutzt eine andere Farbe, dann sieht das schon gleich wieder ganz anders aus. Also, wenn jemand die Farbe nicht mag, aber auch so. Also einfach mal eine Farbe in einer anderen Karte machen. Nein, eine Karte in einer anderen Farbe machen. Und dann, ja, wirkt es gleich ganz anders. Vielleicht erinnert ihr euch an mein Video zu diesen Tropenflair, ich kann mir das immer nicht merken. Da habe ich ja auch mehrere Varianten gemacht mit verschiedenem Designerpapier und jede Karte sieht gleich ganz anders aus. Ne? Der eine fand das schön, der andere das. Ich freue mich auch übrigens immer richtig dolle, wenn ihr mir Kommentare schreibt. Das ist immer so, ja, ich sitze immer hier und rede mit euch, aber es antwortet keiner. Das ist irgendwie immer komisch. Von daher freue ich mich immer, wenn Kommentare kommen, dass da draußen jemand ist. So, die können wir jetzt wieder für irgendwas aufheben. Und dann habe ich natürlich ein bisschen Glitzer, muss immer sein, habe ich hier die Federn noch angemalt. Das ist jetzt auch wieder was, was ihr in echt natürlich besser sehen würdet. Ich kann euch nur empfehlen, ich weiß, dieser Wink of Stella, der ist halt ganz billig. Ich glaube 9 Euro oder sowas kostet der. Aber der hält ewig und selbst wenn er leer ist, kann man sich ein bisschen Wasser reinfüllen oder Alkohol gemischt und man hat die Restkristalle, kann man wieder nochmal aufwässern, auffrischen und dann kann man das nochmal benutzen. So, man könnte die Mitte jetzt so lassen, aber ich mache hier so einen Glitzi rein. Der ist jetzt so ein lila Ton hat der jetzt. Stehen die Farben hier drauf? Nee. Die gibt es ja hier in dieser Packung auch in schwarz. Aber ich finde hier dieser lila, der passt in dem Fall auch ganz gut. Weil ja halt alles lila ist, ne? Geht natürlich auch eine Perle oder ein Strassstein oder man lässt das Loch einfach offen. So, und dann habe ich noch eine weiße Kartenfront. Und da klebe ich das jetzt auf. Ich mache das jetzt mal mit Dimensionals. Und ich nehme hier den Rand. Weil dafür ist der nämlich wunderbar zu gebrauchen. Und ich muss euch jetzt unbedingt mal einen Trick zeigen, den ich bei einer anderen Demo gesehen habe. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Die kleinen hätte ich jetzt vielleicht gar nicht mehr gebraucht, aber ich will euch gerne mal den Trick zeigen. Weil das ja immer so ein bisschen eine Fummel ist, diese Papiere abzukriegen, nimmt man einfach einen Piekser und sammelt die sich so ab und dann hat man die hier dran. Geht auch bei den längeren, geht aber bei den kleineren natürlich besser. Ja, und dann hat man die hier dran und nimmt sie und schmeißt sie in den Müll. Also fand ich gut. Ich habe erst gedacht, naja Gott, man kann das ja auch schnell mit den Fingern machen. Aber dann habe ich es mal nachgemacht und fand das wirklich eine gute Idee. So, welche ist die schönere Seite? Nehmen wir die. Gerade aufkleben. So, und fertig ist eine Karte. Wer möchte, kann jetzt natürlich auch noch ein bisschen Glitzersteine hier zwischenkleben. Aber dadurch, dass die Federn glitzern und da oben glitzert, habe ich das jetzt so gelassen. So, fürs schöne Abschlussbild ein bisschen aufräumen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch das Set ein bisschen näher bringen und euch dadurch zeigen, dass man nicht nur Traumfänger machen muss. Ich wünsche euch aber trotzdem mit den eigentlichen Traumfängern viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Hallo, da bin ich nochmal. Ich würde mich freuen, wenn du hier mir ein Abo schenkst, wenn du hier aufs nächste Video klickst und wenn du hier meinen Blog besuchst. Bis zum nächsten Mal! Oh,